Hey, was guckst du? Bin ich Kino? Was? Problem? Du bestinkst, bis du mich verstehst? Du bestinkst. Wir werden täglich beleidigt, wenn wir uns in Uniform auf der Straße zeigen. Im Ansatz ist ein Gespräch in einem ruhigen Tonfall mit denen gar nicht mehr möglich. Wir werden ständig mit denen konfrontiert und meistens sind das, sorry, kommen die aus dem türkisch-kurdischen Milieu. Ich bin Polizeioberkommissar an der Polizeidirektion Bochum. Wach- und Wechseldienst, also für Sie Streife. Ich habe mit den Migranten mehr Probleme als meine Kollegen. Ja, die denken, ich bin einer von denen. So ein Kanackenkomplize, ja? Die kommen und sprechen mich mit ihrer Sprache an. Hey Chef, gib die Zigarre, ich will ihn, ha? Damit wollen die mich locken. Tagtäglich werde ich von allen Seiten auf Streife gefragt. Hey Chef, bist du auch Muslim? Ja, ich bin Moslem, ich bin Bosnier, ist doch scheißegal, was ich bin. Ich bin jetzt im gehobenen Dienst und ich erwarte Respekt. Und einen korrekten Umgang miteinander, ja, mehr nicht. Meine deutschen Kollegen, also meine richtig deutschen Kollegen, also meine bio-deutschen Kollegen mit deutschen Vorfahren, ja, die fühlen sich in ihrem eigenen Land nicht mehr wohl. Und das kann ich gut verstehen, weil ich mich in vielen Stadtteilen auch nicht mehr wohl fühle. Meine deutschen Kollegen haben Angst, ihre Meinung über die Ausländer zu sagen, weil sofort die alte Leier mit den Nazis anfängt. Mann, ich kann's nicht mehr hören. Was kann denn die heutige deutsche Bevölkerung für die Verbrechen der Nazis damals vor 70 Jahren? Ich kann doch auch nichts für die Verbrechen der Dschihadisten, der Salafisten oder des IS. Wir Polizisten, wir werden immer hilfloser. Wenn wir die nur streichen, müssen wir Sanktionen befürchten. Und manchmal müssen wir einfach Gewalt anwenden. Und dann werden wir von irgendwelchen Passanten auf der Straße gefilmt und verklagt. Es kann doch nicht sein, dass wir deutschen Polizisten uns denen anpassen müssen und wir unsere hart erkämpften demokratischen Werte über Bord werfen sollen. Ich meine, verstehen Sie mich nicht falsch, ja, ich rede nicht von allen Ausländern. Ich rede von denen, die uns tagtäglich auf Streife begegnen, ja, da können Sie gerne mal mitkommen. Also meiner Meinung nach müsste man ernsthafte Sanktionen verhängen. Eine sanfte Linie, die bringt bei denen nichts. Und wenn diese Sanktionen auch nicht helfen, dann ab zum Flughafen. Never come back Airlines. Jetzt bin ich hier, für 8 Wochen. Mein Dienstherr hat mich aus Bochum nach München zum NSU-Prozess abgeordert. Und das ist meine Hauptbeschäftigung. Manchmal schlafe ich auch ein. Ich meine, ist doch eh nur ein Schauprozess. 150.000 Euro pro Verhandlungstag. Und heute ist der 592. Rechnen Sie mal selber. Zig Zeugen haben bis heute hier ausgesagt. Beziehungsweise, die haben nichts gesagt. Die haben nichts gesagt. Das weiß ich nicht mehr. Das ist mir nicht erinnerlich. Ja, wenn Sie mir das so vorhalten, Herr Vorsitzender, dann wird es wohl so gewesen sein. Ich habe das jetzt im Internet gegoogelt und es hat sich mit meiner Wahrnehmung vermischt. Blood and Honor? Das ist doch so eine Musikbewegung. Durch die Musik in die Herzen der Menschen. Die rechte Szene ist so romantisch verklärt. Wir haben doch nur gespielt. Das ist nur ein Spiel, das ist nichts Politisches. Pogromli. Geh ins nächste KZ, liefere die gefangenen Juden ab und bezahle dem Besitzer das Doppelte der normalen Miete. Das ist nichts Politisches, das ist ein Spiel wie Monopoly. Wissen Sie noch, was Sie 98 gemacht haben, Herr Vorsitzender? Ich weiß es nimmer. Hab ich vergessen. Die haben doch jetzt ihre Täter. Und die werden jetzt verknackt. Damit ist die Sache für die erledigt. Aber gar nichts ist erledigt. Nichts ist erledigt.